Die Bekehrung ist eine Antwort auf Gottes Erbarmen. In diesem Erbarmen bekundet sich jene Liebe, mit der Gott den Menschen in seinem ewigen Sohn von Anfang an geliebt hat. Es ist die Liebe, die von Ewigkeit her im Herzen des Vaters verborgen durch Jesus Christus in unserer Zeit offenbart worden ist. Kreuz und Auferstehung bilden den Höhepunkt dieser Offenbarung. Im Zeichen des Kreuzes bleibt der göttliche Ausgangspunkt einer jeden Bekehrung in der Geschichte des Menschen und der ganzen Menschheit stets gegenwärtig. Denn im Kreuz ist die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ein für alle Mal zur Menschheit herabgestiegen. Eine Liebe, die sich niemals erschöpft. Sich bekehren heißt, dieser Liebe begegnen und sie im eigenen Herzen aufnehmen. Heißt, auf dieser Liebe das weitere Verhalten aufbauen. Bekehrung ist Aussöhnung. Aussöhnung aber kommt nur zustande, wenn man seine Sünden bekennt. Seine Sünden bekennen bedeutet, die Wahrheit zu bezeugen, dass Gott Vater ist, ein Vater, der verzeiht. Wer in seinem Bekenntnis diese Wahrheit bezeugt, den nimmt der Vater wieder als seinen Sohn auf. Amen.